Ein herzlich willkommen zurück zu Story of Seasons Doraemon und heute werden wir was über die Farmarbeit lernen und ja, jetzt lernen wir die Kiste. Ich meine, gut, jeder kennt diese Art von Spiel, dass wir hier, dass man, was man zu tun und was man zu machen hat, ne? Kennt, wisst ihr? Und ja, wir lernen jetzt hier die Kiste und dann machen wir das mal. Wir sollen... Wähle mit der L- und R-Taste rüber aus und drücke den Y-Knopf von der Kiste. Genau, wir haben letztes Part rüber bekommen. Verschick mir was! Und wir haben auch viele Gegenstände bekommen. Wir haben endlich einen Job gefunden im letzten Part. Und dann packen wir mal das in die Kiste rein. Und wir eine Rübe, ja. Yes. Toll, diesmal hast du eine bestimmte Anzahl Feldfrüchte verschickt. Mit dem Y-Knopf kannst du auswählen, wie viele du verschickst. Wenn du alle Feldfrüchte verschicken willst, verwende den A-Knopf. Hast du zu viel Feldfrüchte? Dann drücke den A-Knopf. Wenn du einen Fehler machst, drücke den X-Knopf, um die Kiste zu öffnen. Ja, das ist die Rübe, die ich reingelegt habe. Du kannst mit der ZR-Taste zwischen den Kisten und den Rucksack wechseln. Das ist das Innere deines Rucksacks. Mhm. Wähle etwas mit A-Knopf aus und wechsle damit ZL und ZR zwischen Rucksack und Kiste. Wenn dein Platz frei ist, drücke den A-Knopf, um dich dorthin zu bewegen. Und wenn ich einen Fehler mache, kommt es wieder in meinen Rucksack. Ja, das stimmt. Ich hole alles um 18 Uhr ab, also solltest bis dahin alles bereit sein. Du bekommst Geld für alles, was Doraemon um 18 Uhr abholt. Und mit dem Geld kann ich Saat und Werkzeug für die Farm kaufen? Bingo, Feldfrüchte heranzuzüchten und sie verschicken ist deine Aufgabe. Kann ich nur Feldfrüchte in die Kiste legen? Du kannst auch Pflanzen vom Wegrand und gefangene Käfer reinlegen. Leg fürs Erste einfach alles rein, was du verkaufen willst. Mach ich. Aber nichts zu Verrücktes. Es ist nämlich mein Job, alles durchzugehen. Alles klar. Oh, es ist 18 Uhr, Abholzeit. Ich muss los. Das waren soweit alle Grundlagen. Die Zeit vergeht wie im Fluge, was? Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mir alles zu zeigen, Harmon. Nicht zu danken. Werfen wir doch mal einen Blick ins Haus, wenn wir schon dabei sind. Klar. Hier drüben. Oh, ist ziemlich gemütlich, oder? Ja, schon. Du kannst jederzeit Penta bitten, es zu vergrößern. Ach ja, aber dafür brauchst du viel Stein und Holz. Du kannst auch Gegenstände in die Ruhe aufbewahren. Wow, wirklich? Ja, mach sie auf und schau mal rein. Machen wir doch mal direkt, ne? Sie ist noch leer, aber wirf ruhig ein paar Dinge rein. Wechsel zuerst mal die ZR-Taste zu deinem Rucksack, los, keine Angst. Wähle damit den R-Knopf den Gegenstand aus, den du bewegen willst. Wenn du ausgewählt ist, kehre mit ZL zurück und zu deinem leeren Platz in der Truhe und drücke A, um etwas aus der Kiste herauszuholen. Führe diesen Schritt andersherum durch. Um etwas schnell zu verschieben, drücke den Y-Knopf. Versuch es mal. Wow, ich kann Dinge also reinlegen und rausholen, wann immer ich will. Genau. Genau, die Kiste ist wirklich praktisch. Schließlich ist dein Rucksack ziemlich klein. Wusstest du, dass draußen auch eine Kiste steht? Neben dem Briefkasten? Du kannst sie nicht bewegen, aber darin liegt dasselbe wie in der Lagerkiste drin. Cool. Fällt alles in ein Loch. Verwende beide und du verwaltest alles in Handumdrehen wie ein Profi. Ich glaube, ich hab's verstanden. Hm, ist hier jemand? Oh, was machst du denn hier, Doraemon? Hey, also, ich hatte nur ein bisschen Sorge, dass all das Farmgerede zu viel für die ist. Also dachte ich, da kann ich doch mal nach meinem besten Kumpel auf der ganzen Welt sehen. Oh, hey, Harmon, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Yep, ich habe ihm nur ein paar Dinge über das Haus erklärt. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt sind wir eigentlich fertig. Dann lasst ihr euch für heute wohl gut sein. Ja, sieh nur, wie spät es ist. Ich muss schon nicht ins Bett. Jetzt schon, was für eine albtraumhafte Zeitplanung. Leben auf Farm ist nicht leicht, wie? Geh früh schlafen, hörst du? So ist es wohl nun mal. Dann ab ins Bett. Morgen früh wirst du dich wieder wie neu fühlen. Was soll das? Bist du jetzt etwa meine Mutter? Na schön. Stell dich zum Schlafen vor das Bett und drück den A-Knopf. Wer spät schlafen geht, wacht auch erst spät auf und dann ist er müde. Wehe, ich erwisch dich mitten in der Nacht irgendwo, Nobita. Wir sollten dafür sorgen, dass dein Fortschritt nicht verloren geht. Öffne mit Minus das Menü und wechsel zum Speichern mit der R-Taste zum Systemmenü. Speichern? Ja, klar. Einmal speichern. Meine Güte. Denk an deinen Schönheitsschlaf. Habe ich mich klar ausgedrückt? Klar wie Kloßbrühe. Also gut, schlaf schön, Nobita. Schlaf gut. Ihr auch. Gut, dann schlafen wir mal, ne? Meine Güte. Hoffentlich können wir doch mal ein bisschen spielen. Okay.
6 Uhr in der Früh, ein Dienstag. Hey Kumpel, darf ich vielleicht auch mal spielen? Guten Morgen. Morgen. Morgen, Leute. Geschlafen wie ein Stein. Das höre ich gern. Du bist ein Fan von Nacht mit täglich Nickerchen, nicht wahr, Kumpel? Draußen kannst du Nickerchen machen, wann immer du willst. Toll, oder? Drücke einfach den B-Knopf, dann schläfst du direkt ein. Was? Wie? Klingt, als wäre es Zeit für ein Test-Nickerchen. Halt mal, wolltest du mit mir was reden? Termei wollte mit dir reden. Ich bin hier, um dich zu holen. Geh mir. Nein. Was will er denn? Das wirst du schon sehen. Um zu sehen, wo alle sind, öffne das Menü und sieh auf der Karte nach. Sieht aus, wäre Termei in Natura Ost. Um diese Zeit ist er wahrscheinlich zu Hause. Oh, okay. Okay, gehen wir. Ja, da wird diesem Part noch nichts, ne? mit Spielen. Hier ist Nobita, wie flankt. Bitte tu ihm nichts. Nur ein Scherz. Es ist so früh für deine Faxen. Guten Morgen. Guten Morgen, Termei. Ah, du bist auch mitgekommen, Hamon. Ja, ich bin hier, um das Kassenbuch einzusehen. Also gut, siehst dir ruhig an. Aber man muss halt alles lernen, Leute. Das, ne? Die ersten drei Parts ist viel Text und viel Lernen und so. Viel zeigen, ne? Das wird in den nächsten Parts dann wieder besser für euch. Da könnt ihr, dann können wir auch Farm, richtigen Farmerleben ausleben, ne? So ein richtiges. Das Kassenbuch? Ja, du startest doch eine Farm. Da sollst du wissen, wie das alles funktioniert. Ich übernehme ab hier, Termei. Hm, ja, tu das. Was das Kassenbuch kann, es zeichnet die Verkäufe deiner Farm auf. Hier ist es, du findest es in diesem Bücherregal. Eine Rübe ist 110 wert, okay. Ich halte es immer auf den neuesten Stand, damit du Bescheid weißt. Dieses Regal dient auch als Zentrale für allerhand Leitfäden. Ach ja? Im Leitfäden findest du alle Feldfrüchte, die du gesammelt hast. Klingt praktisch. Also gut, ich wollte langsam los. Du gehst schon zurück? Ja, die Farm bearbeitet sich nicht von selbst. Danke nochmal, Termei. Ja, komm jetzt halt wieder. Tschüss. Oh, da fällt mir ein. Sagtest du nicht, du wohnst im Bürgermeisterhaus, Doraemon? Yep, ich bewohne die zweite Etage. Das musst du mir zeigen. Aber sicher, Kumpel. Hier drüben. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Wow, nette Hütte. Du bist immer willkommen, Kumpel. Komm jederzeit vorbei. Auf jeden Fall. Termeis Zimmer ist gleich nebenan, du, nur dass du es weißt. Warte mal, ist das, was ich denke, was es ist? Was, wenn es die Was-wäre-wenn-Kiste ist? Ich fürchte ja. Hey, wer es findet, das behalten. Sieht aus, als ob er es unbedingt behalten will. Na schön. Ihr könnt es hier verwenden, wenn ihr wollt. Wirklich? Das erlauben sie uns? Damit kann man in der Vergangenheit reisen und frühere Entscheidungen ändern. Das ist echt viel Verantwortung. Probier's ruhig mal aus, wenn es dir danach ist. Gut zu wissen, danke. Stimmt, du hast nicht zufällig einen Kalender, oder, Nobita? Hm, hab ich einen? Öffne mit Minus das Menü und wechsle dann mit der R-Taste zum Kalender. Siehst du, dass manche Tage markiert sind? Stimmt, am 14. hat jemand Geburtstag. Da machen die Läden zu und alle versammeln sich für ein Fest in der Stadt. Du wirst hoffentlich auch teilnehmen, oder, Nobita? Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich frage mich, wie die Feste hier wohl sind. Und zum Schluss habe ich einen Bitte. Wie, an mich? Zweifelsohne, ich will, dass du mir Schachtelhalm bringst. Hä, warum? Bring mir welchen, da gebe ich dir dafür Rübensamen. Ist wahrscheinlich ratsam, diesen Handel anzunehmen, Kumpel. Nehmen wir an, Schachtelhalm, ne? Das muss ich auf der Arbeit ab und zu mal wegmachen. Das ist überall das Zeug. Ich glaube gar nicht, das verbreitet sich wie Unkraut. Aber gern, ich gehe welchen finden. Ich komme auch mit. Viel Glück, ihr zwei. Hm, hier irgendwo sollte es Schachtelhalm geben. Oh, da drüben. Na, sieh mal eine an. Gebirgsblumen und Gräser findest du in Gebirgen und Muscheln am Meer. Und ich kann auch alles verschicken, was ich sammle, stimmt's? Stimmt, genau. Ich wette, damit könnte ich ein hübsches Sümmchen verdienen. Holla, holen wir uns jetzt erstmal den Schachtelhalm, bringen ihn zum Termei. Aber so sieht nicht unser Schachtelhalm aus, eigentlich. Egal. Okay, das sollte reichen. Gehen wir zurück. Ausgezeichnete Arbeit. Hier sind die versprochenen Rübensamen. Danke. Ernte viele verschiedene Feldfrüchte, dann bist du schnell erfolgreich. Klingt gut, bis später. Viel Erfolg, Nobita. Hm, was ist das? Uff.
Eine Art Tafel? Jemand hat eine Gabe unter den großen Baum hingelegt. Wer war's? Der Mace? Okay, Korkengewehr-Event, Erntewettbewerb Frühling, Gedankenfest im... oder Gedanktest im Frühjahr, Pferderennen. Okay, cool. Bin ich gespannt, was davon zukommt. Oh, da hängen alle möglichen Infos. Ich sollte regelmäßig einen Blick drauf werfen. Da steht auch das Wetter oben links. Habt ihr gesehen? Das ist interessant. Aber wir können uns das erste Mal jetzt tatsächlich frei bewegen nach dem ganzen Tutorial. Oh mein Gott. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz im Menü und wir können... Irgendwo kann man doch sehen, wie viel Ausdauer man hat, ne? Da, genau. Ausdauer 100 von 100. Viehstall, Kühe, Schafe, Stallsilo. Okay, Hühnersilo. Person und Tier. Okay, Herzanzeige kann man auch auffüllen. Von allem mit allen Bewohnern. Das ist auch sehr interessant. Oh, sogar geheime Bewohner. Korupukur gibt's auch. Das sind so eine kleinen, soll ich beschreiben, so ein kleines Plattwesen. Aber cool, dass es sie hier auch gibt. So ähnlich wie diese Runen in Rune Factory. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Quests. Wichtiges ist ein Kalender. Das Pferderennen, da hat jemand Geburtstag. Kann ich darauf gucken, wer Geburtstag hat? Gib deinen Schwarm einen Keks. Wer im Winter bekommt, bedankt sich später. Achso, das ist das Erntedankfest. Okay. Stempel freundlich mit. Okay, das sind Belohnungen. Und so eine Art Trophy-System. Trophäensystem. System. Wir können speichern jederzeit. Sehr gut. Lautstärke können wir auch ändern. Ich mache die Stimme ein bisschen leiser. So. Weil ihr werdet gleich merken, was nämlich Sache ist. So, wir sammeln jetzt erstmal hier. Wir machen erstmal hier Blatt, ne? Sammeln wir erstmal. Okay, wir müssen einmal reinkommen, mit X aufsammeln und... Wobei, wir pflücken erstmal das sämtliche Unkraut. Das können wir nicht verkaufen gleich. Gleich alles weg. Besser ist, ne? Leichte Arbeit erstmal. Bisschen aufräumen. Und das Feld mal ein bisschen sauber machen. Das machen wir ein bisschen jetzt. Die Pflanzen erstmal weg alle. Dann tun wir jetzt auch gleich in die Kiste. So. Bin ja froh, dass meine Stimme jetzt ein bisschen schonen kann, ne? Weil das halt vorlesen ist natürlich ein bisschen anstrengend. Gerade jetzt, wo ich die ersten drei Parts hintereinander aufgenommen habe, da redet man halt wirklich gefühlt stundenlang. Und das drückt einen schon langsam auf den Hals. Habt ihr vielleicht am Anfang dieses Parts hier gemerkt, wie ich mich ein bisschen geräuspert habe oder ein bisschen heiser, ein bisschen kratzig angehört habe. Aber das ist nicht weiter schlimm. Das ist halt mein Problem, ne? Man konnte halt nicht so wirklich speichern die ganze Zeit und deswegen musste ich es da irgendwie so machen. Normalerweise nehme ich immer zwei Parts auf. Da mache ich immer eine große Pause, eine etwas längere Pause. Halbe Stunde, bis ich den nächsten Part aufnehme, damit das auch nicht in Stress ausartet, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist immer noch ein Hobby und man möchte alles chillig nachgehen können. Aber jetzt bin ich mitten in diesem Part drinne. Jetzt muss ich den Part auch zu Ende machen. So, wir sammeln jetzt erstmal alle Unkrautdinger hier auf und verkaufen sie auch gleich. Mal gucken, wie viel wir davon rausbekommen. Und ich hoffe, dass das wächst wahrscheinlich sowieso ewig immer nach. Und packen wir mal die Kiste rein. Kistenfach 1. So. Nee, wo war das? Nee, hier bin ich falsch. Ich muss das erstmal auswählen. So war das. Alles liefern. Zack. Genau. So, dann machen wir erstmal... Wir haben ja schon Saat, ne? Wir machen erstmal ein bisschen Stein... Wir machen hier das Feld hier mal ein bisschen sauber. Die Ecke hier. Sodass wir... schon mal beackern können, ne? Bisschen ungewohnt, dass man mit A... Also ich spiele es natürlich auf der Nintendo Switch... Ein bisschen ungewohnt, dass man mit A zuschlägt und mit X einsammelt. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber es wird schon. Jetzt sammeln wir erstmal auch immer die Großen hier kaputt. Wir haben auch nicht unendlich viel Ausdauer. Man muss halt auch drauf achten. Na? Komm. Brauchen wir ganz schön lange. Aber ist endlich zerbrochen.
Die Steine und das Holz sammeln wir natürlich, behalten wir natürlich, das tun wir auch im Lager rein. Aus dem Grund, es wurde ja gesagt, dass wir unser Haus erweitern können, dann möchte ich es halt auch gerne tun, ne? Sollten wir die Steine und das Holz nicht verkaufen, definitiv nicht. So, jetzt brauchen wir erstmal die Axt. Da. Zack. Weiches Holz. Die Frage ist auch mal, ob man mit weiches Holz auch bauen kann, ne? Das ist halt die Frage. So, und bis hierhin habe ich schon gespielt gehabt. Ganz kurz mal angespielt. Um zu gucken, wie die Steuerung so ist und ob es mir liegt. Und ob es auch für ein Let's Play geeignet ist. Und ich denke mal, das ist halt, wenn schon was für ein Let's Play geeignet ist, dann ist es dieses Spiel. Weil es einfach, man kann auch beim Zugucken, das ist ziemlich entspannt, denke ich mal. So, wir haben hier noch ein bisschen Holz. Komm. Jetzt möchte ich gerne ein paar Bäume fällen. Damit ich hier ein bisschen den Blick habe. Oh, er muss sich hinsetzen. Wie viel Ausdauer haben wir jetzt? 50. Okay, wenn er sagt, das sagt er bei der Hälfte. Müssen wir uns merken. Bei der Hälfte sagt er, dass er erschöpft ist, dass er sich hinlegen muss oder so. Ich sehe leider hier nicht, ob da noch was liegt. Deswegen müssen wir den Baum jetzt auch nochmal wegmachen. So. Ganz Bäume geben alle nur weiches Holz. Siehst du mal, hier ist noch Unkraut. Okay, er trägt schon so viel. Dann tun wir erstmal kurz im Lager. Warte mal, können wir. Nee, nicht Nickerchen. Wie kann man. Es wurde auch gesagt, dass wir das Lager öffnen können. Aber nicht von hier aus. Wir müssen direkt. Okay, wir müssen hier hin. Tun wir mal Holz immer rein. Und die Bausteine. Wie viel Ausdauer haben wir noch? 40, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier nur das bisschen Stein weg. Pflück nochmal ein bisschen das Unkraut weg. Wir liefern das auch gleich ab. So, er steht schon bereit. Warum? Was machst du hier? Hey, nimm bitte, das war das großartig, oder? Ja, da hast du recht. Und die Steine tun wir auch erstmal hier rein. So. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal hier ein Furcher legen. Was machst du denn hier? Du benutzt auf deiner Farm keine Insektenschutzmittel, oder Nobita? Nein, ich glaube soweit nicht. Gut, wie viele Pflanzen, wie viele Samen haben wir? Wir haben 5, okay, dann machen wir 5 Felder erstmal. Nein, so das wollte ich eigentlich nicht. Wie gesagt, ich muss mit der Steuerung erstmal klarkommen. 2 und 5. Kann ich das wieder zurückmachen? Nee, natürlich nicht. Gut, dann sehen wir mal ein bisschen aus. Kriegen auch, da unten habt ihr gesehen, eine Medaille dafür, dass wir das erste Mal was ausgelegt haben. Und bewässern jetzt. Ich glaube, wir müssen Wasser erstmal holen. So, und dann gießen wir erstmal. Und es wird instant groß. Cool. Und wir haben 560 Taler verdient durch Doraemon und durch unser Unkraut. Wieso öffnet sich das die Tür, wenn er vorbeigeht? Hey. Ja, es wäre schön, wenn du nichts viel zu tun hattest, ja. Wir haben jetzt da schon viel jetzt gemacht, ne? Ausdauer haben wir noch 22 Ausdauer. Wollen wir noch was hier wegmachen? Ja, wir machen noch hier diesen Stein hier weg. Man kann leider nicht gedrückt halten. Ja, er ist müde. Wir gehen auch gleich schlafen. Was? Wie viel hat er noch? 5. Einer, gut, einen Schlag noch, okay. Jetzt müssen wir aber definitiv schlafen gehen. Gehen wir ins Haus und tun es denn da ins Lager. So. Und dann würde ich sagen, ich beende hier heute den Part. Und der letzte Part war über Länge, machen wir diesen Part ein bisschen kürzer. Ich habe immer gerade so 20 Minuten immer so circa die Parts hier.
immer mal gucken, was so passiert. Und ja, ich werde mich jetzt hier hinlegen und den nächsten Part in aller Frische beginnen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.